Ich musste Henry Kissinger erklären, der Brandt ist ein anständiger Mann, auf dessen Wort kannst du dich verlassen. Und er sagte, auf dich kann ich mich verlassen, aber den kenne ich nicht. Herr Schmidt, wann haben Sie Henry Kissinger zum ersten Mal bewusst wahrgenommen? Ich bin nicht ganz sicher in der Erinnerung, aber ich vermute, dass wir uns entweder 1957 oder 58, so um die Drehe herum, zuerst begegnet sind in der Harvard University. Ich lernte ihn kennen als ein Assistant Professor oder Junior Professor heißen die heute, deutscher Herkunft, mit einem schlechten amerikanischen Aussprache, hochintelligent und kannte damals wohl schon sein Buch über atomstrategische Waffen und Außenpolitik, Weltpolitik. Hochintelligentes Buch. Entweder habe ich es damals schon gekannt oder daraufhin gelesen, weiß ich nicht mehr. Hat mich jedenfalls sehr angeregt, über dieselbe Thematik nachzudenken. Und später sind wir uns manchmal zweimal im Jahr begegnet, manchmal alle zwei Jahre, je nachdem. Wir haben den Kontakt jedenfalls beiderseits gepflegt. Und in der Zeit, in der er dann Security Advisor war unter Nixon und später unter Gerald Ford Security Advisor und Foreign Secretary war, sind wir uns relativ häufig begegnet. Ich war in anderen Bereichen tätig, zunächst als Verteidigungsminister, da gab es eine engere Berührung, als Finanzminister eine etwas weniger enge und später als Kanzler wieder eine engere Berührung. Ja, das ist so. Sie haben eben sein bahnbrechendes Buch angesprochen, das er in Harvard geschrieben hat, über die politische Dimension von Nuklearwaffen. Können Sie sich an die Position erinnern, die er da bezogen hat, womit dieses Buch Furore gemacht hat? Ich glaube, ich habe das Buch seit 30 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Es tut mir leid, ich kann die Frage nicht beantworten. Aber Sie wissen, dass er damit Furore gemacht hat? Ja, natürlich. Es war auch ein bedeutendes Buch. Es hat vielen Leuten zum ersten Mal ermöglicht, sich ein Urteil zu bilden über Nuklearstrategie. Das musste nicht heißen, dass sie unbedingt Kissingers Meinung gefolgt werden. Aber es war einer der wesentlichen Beiträge zum Verständnis, zum Beispiel der Abschreckungsstrategie. War das auch die Grundlage für die spätere Politik Kissingers? Das möchte ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Dazu habe ich das Buch zu sehr vergessen. Okay. Nochmal eine Nachfrage. Sie haben ihn in Harvard kennengelernt, was ich sehr interessant finde. Was für eine Erscheinung war Kissinger damals? Damals unscheinbar. Das überrascht. War aber so für mich. Damals war sein Professor, glaube ich, Robert Bowie, Bob Bowie, der war der Wichtigere. Außerdem gab es noch den Henry Kissinger, es gab noch andere Leute. Mein Namensgedächtnis ist nicht mehr gut genug, um die Namen herzusagen. Er war einer von mehreren, rachte hervor durch das Buch, von dem wir eben gesprochen haben. Heute wirkt Kissinger ja sehr sicher und charmant. Kann man sagen, dass er damals unsicher wirkte? Nein, das würde ich nicht sagen. Er war damals jedenfalls nicht politisch engagiert. Es hat wahrscheinlich bis in die 60er Jahre gedauert, bis seine politischen Talente von jemand, der in der politischen Stufenleiter viele Stufen über ihm stand,
entdeckt worden sind, das war Nelson Rockefeller. Er war damals Gouverneur des Staates New York und wurde später, wie Sie wissen, sogar Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich glaube, für die Politik entdeckt hat ihn der Nelson Rockefeller. Das muss im Laufe der frühen 60er Jahre gewesen sein. Und Nixon hat den Henry kennengelernt über Rockefeller. Ich habe noch mal eine Frage zu mit Blick auf die Jugend von Henry Kissinger in Nazi-Deutschland. Kissinger und insbesondere seine Familie haben in Nazi-Deutschland Schlimmes erleiden müssen. Trotzdem ist bei ihm keinerlei Bitterkeit festzustellen heute. Wie ist das zu erklären? Es gibt in meinem Bekanntenkreis durchaus mehrere Menschen, die in relativ frühem Alter, in jugendlichem Alter, in ihrer Kindheit mit ihren Eltern Deutschland verlassen mussten, weil sie Juden waren, die gleichwohl heute als erwachsene Menschen keinen Hass auf Deutschland in sich tragen. Ein Beispiel ist etwa Fritz Stern. Ich könnte andere Beispiele geben. Das ist nicht ganz ungewöhnlich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber es betrifft auch Henry Kissinger. Ja. Und Sie würden bestätigen, keinerlei Bitterkeit gegenüber Deutschland. Also, dass überhaupt nichts nachgeblieben ist, das würde ich nicht sagen wollen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber jedenfalls, Henry ist einer von denen, die ohne Ressentiment einem Deutschen gegenübertreten. Als Henry Kissinger unter Richard Nixon ins Weiße Haus einzog und nationaler Sicherheitsberater wurde, hatten beide ein großes Thema und ein großes Problem, den Vietnamkrieg. Sie haben versucht, diesen Krieg zu beenden. Man kann sich darüber unterhalten, ob es ihnen wirklich gelungen ist. Jedenfalls in den ersten Jahren ist der Krieg eskaliert. Eine schlimme Zeit für alle Beteiligten. Ich habe das nicht verstanden. Was meinen Sie mit dem Wort in den ersten Jahren? Welche ersten Jahre meinen Sie? Also im Januar 1969. Die Eskalation fand schon unter Johnson statt. Auf jeden Fall. Ja, also die Eskalation des Vietnamkriegs lag schon vor, als Nixon ins Amt kam. Haben Sie recht, aber im Jahre 1969 weitete sich der Krieg auf Kambodscha aus. Ja, dann kam Kambodscha und alle diese schlimmen Dinge. Und nun ist meine Frage, wie haben Sie Henry Kissinger in dieser Phase wahrgenommen? Wissen Sie, ich war damals deutscher Verteidigungsminister. Und das war eine für mich ungeheure Aufgabe, sowohl nach außen gerichtet, Sowjetunion und die sowjetische Bedrohung einerseits, Abschreckung gemeinsam mit Amerikanern, Engländern, Franzosen andererseits. Und dazu das ganz andere Problemfeld der inneren Gestaltung dieser großen deutschen Bundeswehr, damals Soldaten und Zivilisten zusammen 700.000 Menschen. Für einen deutschen Verteidigungsminister war Vietnam weit weg. Was ging mich das an? Gar nichts. Ich habe darüber keine Gespräche gesucht, wenn ich mit Kissinger zusammentraf. Es war gar kein Thema? Kaum. Für mich nicht. Ich habe mir das angehört, wenn darüber geredet wurde. Aber wie gesagt, ich hatte ganz andere Aufgaben, die bedrängend waren und bedrückend waren. Mhm. Dazu muss man nachgeboren sein, um das nicht verstehen zu können. Gut. Sie haben ja bis heute regen Kontakt mit Henry Kissinger. Ja. Tauschen Sie sich gelegentlich über den Irakkrieg aus?
Das tun wir wohl, ja. Wie, in welcher Form? Ja, ich bin auch kein Indiskreter. Aber mich würde interessieren, also nicht, vielleicht weniger in welcher Form, aber... Wenn der Henry einen wichtigen Aufsatz geschrieben hat, sagen wir für die Los Angeles Times oder sonst wo, dann schickt er mir den und wenn ich was Wichtiges schriftlich oder mündlich zustande gebracht habe, schicke ich es ihm. Das kann dann auch zu Briefwechseln führen. Oder wenn man nach einem halben Jahr sich wieder einmal trifft, redet man darüber. Das ist die Form. Aber seine Artikel sind ja öffentlich. Und deshalb meine Frage, wie ist seine Position zum Irakkrieg, soweit Sie kennen? Ich wiederhole meine Redensart. Ich bin kein Indiskreter. Henry Kissinger hat wichtige Reisen unternommen in den 70er Jahren. Erst nach Peking, dann nach Moskau. War das seine historische Leistung mit beiden? Die Reisen an sich nicht, aber die darauf hin zustande kommenden Reisen, zum Beispiel von Nixon, immerhin Präsident der Vereinigten Staaten, nach China, oder die in Richtung Moskau zustande kommende Verhandlung zwischen den USA und Moskau, die sind von historischer Bedeutung. Die Reisen allein sind ein Teil des Ganzen. Übrigens, die Reise nach Moskau war eigentlich für die amerikanische Außenpolitik reichlich spät. Das hätte eigentlich schon zu Zeiten von Eisenhower geschehen müssen. Viele, viele Regierungsperioden vorher. Hätte geschehen müssen zur Zeit von Kennedy, hätte geschehen müssen zur Zeit von Johnson. Es wurde allerhöchste Zeit, dass es nun das Gespräch in Gang kam. Es gab ein Gespräch zwischen Amerikanern und Russen als Konsequenz der kubanischen Raketenkrise des Jahres 62. Immerhin haben Amerikaner und Russen, Sowjets, gemeinsam in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre der Welt den gemeinsam erarbeiteten Nichtverbreitungsvertrag für atomare Waffen präsentiert, der zwischen beiden geschlossen worden ist, 1970, wenn ich es richtig erinnere. Da steckte also jahrelange Vorarbeit, das ist bevor Nixon und bevor Kissinger ihre Ämter antreten. Sodass also die Moskau-Reise, von der Sie sprechen, in ihrer historischen Bedeutung nicht allzu hoch veranschlagt werden sollte. Ganz anders die Reise nach Peking, die dazu führt, dass es war quasi eine Vorreise zu der Reise von Nixon, die dann immerhin aber doch nicht dazu geführt hat, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Volksrepublik China diplomatisch anerkannt haben. Nixon schickte einen persönlichen Botschafter nach Peking. So habe ich Bush Vater kennengelernt. 1975 machte ich meine erste China-Reise. Da gab es keinen offiziellen Botschafter der Vereinigten Staaten in Peking, sondern Bush Vater war der persönliche Beauftragte von Richard Nixon. Wir haben zum Beispiel, wir Deutschen, damals Bundesrepublik, das war meine Sache, ich habe Brandt sehr gedrängt, wir haben die diplomatische Anerkennung Chinas 5 Jahre vor den Vereinigten Staaten von Amerika vollzogen. Das heißt, bis der Nixon und seine Leute den Widerstand im amerikanischen Kongress und in der amerikanischen Öffentlichkeit überwinden konnten, hat es noch lange Jahre gedauert. Immerhin. Das schmälert nicht das Verdienst von Henry und von Nixon in dieser Beziehung. Immerhin ist zumindest die Reise nach Peking unter abenteuerlichen Umständen verlaufen, nämlich geheim. Naja, das ist ja nicht so wichtig. Aber es sagt etwas über das Verhältnis der beiden Staaten vor der Reise. Es war ein offizielles Nichtverhältnis. Offiziell hatten sie keine Beziehung. Als Willy Brandt in die USA reiste,
Hatte er bereits... Von welcher Reise reden Sie? Um ehrlich zu sein, kann ich es nicht genau terminieren. Ich weiß, dass er in die USA reiste, als er seine Entspannungspolitik betrieb und damit in Europa für Furore sorgte. Ich kann Ihnen leider kein Datum nennen. Was ich aber weiß, ist, dass Richard Nixon und auch insbesondere Henry Kissinger von Willy Brandt, das muss also am Anfang seiner Kanzlerschaft gewesen sein, weil sie ihn da noch nicht so gut kannten, überhaupt nicht überzeugt waren. Es gibt sogar sehr abschätzige Bemerkungen über ihn. Es waren nicht nur Nixon und Kissinger und das Weiße Haus, sondern erhebliche Kreise in Amerika, insbesondere in Washington, die voller Argwohn waren gegenüber der deutschen Ostpolitik und der Einleitung der Ostpolitik. Das stimmt. Argwohn insbesondere, weil sie fürchteten, das sei der Anfang einer Wiederholung deutscher Schaukelpolitik gegenüber der Sowjetunion, wie bereits in den 1920er und frühen 30er Jahren. Diese Besorgnis war erheblich weit verbreitet. Für mich damals als Verteidigungsminister, später als Finanzminister, war eine meiner Aufgaben, dafür zu sorgen, dass dass diese Zweifel an der Bündniszuverlässigkeit der Deutschen sich nicht durchsetzen konnten in den USA. Ich musste Henry Kissinger erklären, der Brandt ist ein anständiger Mann, auf dessen Wort kannst du dich verlassen. Und er sagte, auf dich kann ich mich verlassen, aber den kenne ich nicht. Das war die Einstellung. Er hat nicht wörtlich so gesagt, aber das war die innere Einstellung. Und das beschränkte sich nicht auf Kissinger. Mitte der 70er Jahre waren Sie Bundeskanzler und Henry Kissinger Außenminister. Zwei Männer, die sich ja schon seit zwei Jahrzehnten kannten. Wie war denn in dieser Phase Ihr Verhältnis? Sehr kollegial. Sehr kollegial. Ich will eine Kleinigkeit erzählen, aber sie ist vielleicht illustrativ. Ich war einer der Betreiber von Willy Brandts Ostpolitik gewesen, schon ehe es sie gab, schon in den 60er Jahren. Willy Brandt war damals noch regierender Bürgermeister in Berlin, war noch gar nicht in Bonn, war noch nicht Außenminister, war noch nicht Kanzler. Also ich war innerlich mit der Ostpolitik verheiratet. Meine erste Reise nach Moskau war 1966, lange vor Brandts Außenministertätigkeit und lange vor Brandts Kanzlerschaft. Ich war also mit der Ostpolitik durchaus innerlich verheiratet. Ne, das wusste Kissinger. Nun kam im Laufe der 70er Jahre, 73, 74, eine Weltrezession, eine Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch eine willkürliche Verknappung des Angebots auf den Weltölmärkten, diese wiederum ausgelöst von Saudi-Arabien und wiederum dahinter stand der israelisch-palästinensische oder israelisch-arabische Krieg, der vierte oder wievielte Krieg war es, der vierte, glaube ich. Das führte zu einer Weltrezession. Und die westlichen Regierungen reagierten darauf sehr verschieden. Wiederum anders reagierten die Vereinigten Staaten von Amerika. Die amerikanische Reaktion kulminierte ein paar Jahre später mit dem Amtsantritt von Jimmy Carter, der von den Deutschen und den Japanern verlangte, sie sollten für mehr Nachfrage sorgen, das würde der ganzen Weltwirtschaft helfen. Die Deutschen und die Japaner sollten sich in viel höherem Maße verschulden, um Kaufkraft zu schaffen. Aber jetzt sind wir noch in der Mitte der 70er Jahre und mein Freund Giscard d'Estaing und ich kamen gemeinsam auf die Idee, wir müssen
die großen Industriestaaten zusammenbringen, die müssen miteinander darüber reden, sonst wird aus der Weltrezession eine Weltdepression. Vielleicht sogar begleitet von einer Weltinflation. Und diesen Gedanken haben wir im Laufe des Jahres, des Frühjahrs 75 hin und her gewälzt. Damals hatten wir noch große Schwierigkeiten, die Amerikaner davon zu überzeugen, auch Henry davon zu überzeugen, dass der Schlussakkord in Helsinki zustande kam. Und letzten Endes hat die damalige amerikanische Führung, also Ford und Kissinger, zugestimmt wegen des COPs 3 mit den Menschenrechten. Henry hat das mehr für Dekoration gehalten, nehme ich an. Innenpolitisch sehr nützliche. Aber er war sehr skeptisch gegenüber dem ganzen Helsinki-Schlussakkord. Jedenfalls kam es dazu, dass der Schlussakkord auch amerikanischer Seite gebilligt wurde. Da hat es sehr viel Überzeugungsarbeit durch uns Europäer gebraucht. Und alle Chefs gingen nach Helsinki, von Brezhnev bis zu Gerald Ford und wer war es auf englischer Seite, Harold Wilson, Premierminister, auf französischer Seite, Giscard d'Estaing, ich, Honecker, alle Chefs gingen dahin und unterschrieben diesen Akkord. Das führte da unter anderem dazu, dass Leute wie Solzhenitsyn und Havel und andere Auftrieb kriegten. Ihre Chefs hatten ja das unterschrieben, das Menschenrechtspapier im COP 3. Es führte auch dazu, dass Engländer, Franzosen, Amerikaner und wir Deutschen zu viert, wir uns einen Nachmittag oder Abend in Helsinki zusammensetzten, zu viert. Ich glaube, in dem Garten oder auf der Veranda einer Botschaft, macht die englische Botschaft gewesen sein. Und die Gelegenheit haben Giscard und ich benutzt, um den anderen beiden, dem Amerikaner und dem Engländer, unsere Idee eines Weltwirtschaftsgipfeltreffens vorzutragen. Und die Amerikaner waren, Henry, sehr zögerlich, da wird doch nichts draus, das wird alles vorher zerredet, die Bürokraten der Finanzministerien und die Diplomaten der Außenministerien, die werden so viel dummes Zeug aufschreiben, dass hinterher nichts dabei rauskommt. Also sehr zögerlich. Und wir haben gesagt, lass uns das versuchen. Wir machen das ganz anders, nicht mit diplomatischer Vorbereitung, sondern wir ernennen jeder einen Beauftragten, einen persönlichen Beauftragten für diese Gipfelkonferenz. Antwort haben wir noch nie gemacht. Und wir haben gesagt, es ist Zeit, dass es mal probiert wird. Das hat dann Ford akzeptiert. Henry hat es grummelnd akzeptiert. Der Engländer hat es grummelnd akzeptiert. Es kam hinzu, dass die auch aus Grand Strategic Gesichtspunkten höchst bedeutsame Gefahr einer Weltdepression, einer Weltinflation eigentlich außerhalb des Gesichtskreises von Henry lag. Das waren ökonomische Fragen, die in Wirklichkeit aber natürlich genauso strategische Bedeutung gewinnen mussten, wenn sie eingetreten wären, wie 1929-30 der Schwarze Freitag und die damalige Weltdepression. Er hat es also zunächst sehr zögerlich mitgemacht. Ja. In diesem Punkt war mein Vorteil gegenüber Henry, dass ich die Ökonomie im Handgelenk hatte. Er hatte die atomare Strategie im Handgelenk. Meine letzte Frage ist, Sie haben Henry Kissinger ja nicht nur als Privatperson, sondern auch seine Politik kennengelernt. Welches Konzept von der Rolle der USA in der Welt hatte er? Es gibt ein interessantes Zitat von ihm. Amerika hat keine Freunde, Amerika hat Interessen.
Das könnte genauso von Bismarck stammen, aber wahrscheinlich stammt es ursprünglich von Bismarck in ähnlicher Form. Ja, das kennzeichnet in gewisser Weise Henry. Henry sieht natürlich die Welt aus amerikanischem Blickwinkel und im amerikanischen Interesse. Das ist ein gutes Recht für einen amerikanischen Außenminister, seine Pflicht. Aber das begrenzt das Blickfeld. Das wäre bei einem Außenminister in Paris oder bei einem Außenminister in der Weimarer Zeit in Berlin, sagen wir Stresemann, auch nicht anders gewesen. Sie sehen das aus nationalem Interesse. Aber in der heutigen Welt ist eine solche Begrenzung des Blickfeldes nicht unbedingt von Vorteil. Insbesondere nicht, wenn wie heutzutage lange nach Kissingers Zeit die Weltmacht USA sich vorkommen möchte wie die einzig nachgebliebene alleinige Weltmacht. Zum Abschluss nur noch eine letzte Frage, weil es ist Ihre eigene Frage. Wie ist es zu erklären, dass Henry Kissinger so schlecht Englisch spricht, zumindest was seinen Akzent betrifft? Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann nur sagen, sein englisches Vokabular, der Wortschatz, über den er gebietet, ist bewundernswert. Auch im Vergleich zu anderen amerikanischen Schreibern, Autoren, Rednern. Aber diesen in Amerika sogenannten Germanic Accent, in Wirklichkeit ist es mehr ein Franconian Accent, den kann ich auch nicht erklären. Ich wundere mich immer wieder darüber. Ich kenne sehr viele jüdische Immigranten, die aus Deutschland oder aus Österreich fliehen mussten, nach Amerika gegangen sind, Amerikaner geworden sind mit Leib und Seele, die ein ganz normales amerikanisches Englisch sprechen. Das kann man von Henry nicht behaupten.